Hier ist Ihre Jacke, Sir. Ja, das ist wahre Schönheit. Nehmen Sie die Jacke nicht mit, Sir? Ich brauchte nur etwas aus den Taschen. Ich hole sie später ab. So, jetzt haben wir hier so eine Knarre aus dem Ersten Weltkrieg. Darum geht's ja auch bei der Oper. Und das ist eine originale Waffe. Wenn er damit auf den schießt, wirkt das nicht mehr wie bei einer Oper. So, jetzt mal gucken. Ouais, c'est vrai. Elles sont toujours bouchées. Et à quelqu'un qui a bouché le trou dans le mur qu'on avait fait pour voir dans les loges des femmes. Mehr bringt mich um, kann man ja kaum noch sagen. Okay. Ich weiß nicht, ob man das machen muss, aber ich würde mal sagen, er hat jetzt erstmal gelitten. Okay, ich würde sagen, wir haben gelitten. Jetzt sind wir wirklich aufgeflogen zum ersten Mal, deswegen starten wir alles mal, weil ich eh nicht gespeichert hatte. Ich überspringe die komische Garderobe-Szene aber einfach. So. Ja, hier ganz gleich wieder aufstehen. Komm her. Na, komm her. So, jetzt haben wir sie. Können wir noch einfach überspringen. Hier sind auch... Hallo 47. Es gibt Arbeit in der Pariser Oper. Sie haben zwei Ziele. Ja, auf jeden Fall, da kann man Informationen auch kaufen, wie man am besten jemanden umbringt und so weiter. Also so Infos und so weiter. So, ich muss mal kurz gucken. Hier kommt später die Oper. Man sieht auf der Karte auch, das Ding hier ist um einiges komplizierter gestrickt als ein bisschen davor von der Größe und so weiter, aber es geht noch schlimmer. Mehr sage ich aber nicht. So, ich weiß zwar nicht genau, wo wir alles hin dürfen, ohne dass jetzt einer rummeckert. Ich glaube hier. Oh, fuck. Okay, wenn da eine Tür verschlossen ist, da bestimmt nicht hin, aber ich glaube, hier sieht uns gerade keiner. Gucken. Ich glaube, wir rennen auf die VIP-Wachen rum. Ja, genau, den da meinte ich. Traps. Der... Man kommt sicherlich nicht. Ja, was sind das? Sieht aus wie eine Geheimtür hier. Hm, komisch. Okay, da kommt eh gerade ein Wachmann. Das hat sich jetzt erledigt, da kurz reinzuknacken. Lightroom. Auch eine Zugangskarte haben wir nicht. So. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter von hier. Irgendwie können wir die vielleicht gut... Könnten wir vielleicht alle umbringen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. So, ich würde einfach sagen, versuchen uns mal hier hinter erstmal lang zu schmuggeln, halbwegs. Fuck, da hat uns einer gesehen. Ich versuche einfach mal zu entkommen, wenn das geht. Hier ist ein Klo. Was haben wir hier? Ja, hier können wir unsere Waffen verstecken. Mach mal Licht aus. Guck mal, ob einer kommt. Nee. Jetzt guck ich auf die Ecke. Da war wirklich keiner. Aber die Stadt geht nochmal neu. Hier muss er jetzt mal leiden. Ist auch wieder seine Kiste. Verdammt, warum klappt das denn nie? Okay, das war jetzt ein bisschen blöd, mal sehen. Macht er jetzt weiter? Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geklappt hat, mal wieder. Okay, wir gehen jetzt nochmal hier hoch. Okay. Das war zwar nicht sehr professionell, aber Sinn und Zweck hat es erfüllt. So, Anzug vom Arbeiter. Körper ziehen. Anzug liegt auch ganz gut. Klappe öffnen. Ups. So, der wird doch wenigstens nicht entdeckt. Den Hammer nehmen wir mal mit hier. Ich weiß gar nicht, ob sie den Anzug bemerken. Auf jeden Fall, jetzt können wir hier lang gehen. Jetzt ein ganz normaler Arbeiter mit Glatze. So, hier ist nichts. Gut. Oh, fuck, fuck, fuck. Nein, das wollte ich gar nicht. Das Licht ausmachen. So. Oh, das sieht ja auch mal aus. Licht aus ist immer gut. Das Licht auch irgendwo aus. Ja, super. Licht aus. Immer Licht ausmachen. Okay. Ich hoffe, der sieht uns jetzt hier nicht. Okay. Ich hoffe, wir dürfen hier lang gehen.
Lalalala. Ach, da sind auch Tanzbauarbeiter. Ja, okay, da sehen wir rum, dass wir hier so lang stratzen. Kann ich irgendwie verstehen. Die Karte mal gucken. Das sind immer so Infozeichen, wenn da irgendwas Besonderes ist. So. Ja, die Szene ist halt wichtig. Wenn der jetzt eine echte Waffe gewesen wäre, wäre er wohl ziemlich tot gewesen. So, geht's hier irgendwo lang? Ich weiß nicht ganz so recht, wo wir bei lang müssen. Ach, genau, jetzt weiß ich wieder, wie das geht. Jetzt, nachdem ich die Szene gesehen habe, das muss alles ziemlich gut ineinander ablaufen. Das muss man gut vorbereiten. Ich habe jetzt der gleiche Gang hoch. Verdammt, wie komme ich denn da hoch, wo ich hin will? Okay, hier ist Arbeiter. Ich will nämlich... Über das Teil da kann man hoch, dass der Kron euch da runterfällt. Also im Prinzip will ich, er wird erschossen, der Typ ist völlig entsetzt, rennt runter, will zu ihm hin, derzeit zünd ich das Teil und er fliegt dann auch extra auf ihn drauf. Kann ich auch euch sagen. Das ist wahre Schönheit. Es geht ja darum, wie man das macht. Das ist dann, der logische Teil, wie ich es machen will. Aber ich weiß nicht genau, wie ich da hochkomme. Ich dachte eher... Ich glaube, hier muss man hochklettern. Ich glaube, ich sollte erstmal speichern. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. So. Wer ist mit Licht aus? Das ist unser guter Freund und Helfer. Und jetzt einfach... Na verdammt, der hat uns bemerkt. Ach, einfach nur hier hinter, hier will ich ja nicht mehr hoch. Ja, okay. Kann man hier noch Action-Held machen. Kann man auch die Knarre hier benutzen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch einfach hier... Er ist jetzt erledigt. Rennt mal ein bisschen weg. Nein, die Karre kann ja gar nichts in den Weg scheinen. Jetzt zeige ich auch was Lustiges. Wir sind eigentlich tot, aber wenn wir jetzt noch drei Leute killen, während wir tot sind, eigentlich schon... Nee, kriegen wir das noch Gesundheitsschub. Bisschen blöd, ich weiß noch nicht, was das sein soll, wirklich. Aber danach war es das halt. Na, Spielern habe ich gesagt. Der letzte Akt. Ja. Also man kann sich auch das Spiel durchballern, das war natürlich... Das ist ungeschickt, wo wir doof standen, aber sonst geht das eigentlich auch einfach. So, ich weiß auf jeden Fall, da müssen wir gar nicht hoch. Ich gucke jetzt mal auf der Karte, Erdgeschoss, Keller, zweiter Stock. Okay. Zweiter Stock, hier müssen wir irgendwie hin, aber wie? Hier irgendwie rüber oder was? Da vielleicht irgendwie? Wo sind wir denn jetzt? Die Nagelpistole wird als besonders angezeigt. Weiß zwar nicht warum. Ich nehme sie mal mit. So. Jetzt haben wir das schon mal. Jetzt gucken wir mal. Wo sollen wir jetzt hin am besten? Dahinter irgendwie. Da kommt man aber nur als VIP-Wache oder so hin, werde ich jetzt mal sagen. Blöd. Müssen wir noch irgendwie hinkommen. Hier, da geht's doch auch hoch. Da ist auch so eine schöne Treppe. Hier, erste Etage, da lang. Jetzt hier hoch. Mal sehen, was sie dazu sagen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite der Oper. Ja, guck, hier sind wir noch Leute. Das geht also noch ganz gut. Also, was haben wir hier? Okay, hier sollten wir nicht reinrennen. Oder vielleicht machen wir es einfach mal. Nur sie erst verfallen. Merkt man jetzt, wie gut die KI ist. Man rennt ja rein. Oh Gott! Ah!
Also man sieht, dass eine realistische KI, wie sich Frauen in Wirklichkeit verhalten würden. Kann man nichts sagen. Jetzt gehen wir lieber mal hier durch. Ach, hätte man sich auch durchschleichen können, hätte man hier, das ist auch so eine Kleidungssack, glaube ich. Da auch funktioniert. Naja. Jetzt haben wir halt einen betäubt, was soll's. So, und ab hier sind wir in kein gutem Territorium mehr. Genau hier hinter. Was ist hier? Irgendwann müssen wir die Knarre austauschen. Ich weiß noch nicht genau, wo das jetzt war. Ich glaube da. Ah, da sehen wir uns, was sagt der jetzt, wenn er uns sieht. Ach, hier sind auch Arbeiter. Na, das ist ja super. Ich habe mich nur vorhin gewundert, weil die auf uns geschossen haben einfach. So, ich glaube ich... Ja, genau. Hier ist der komische andere Putzi. Ja. Geh mal aufs Klo. Ja, guck mich mal nicht so grimmig an, mein Freundchen. So. Pistolenattrappe nehmen. Und jetzt... Erste Weltkriegspistole. Ablegen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt so gut war. Weil wir müssen, wie gesagt, noch was vorbereiten. So, jetzt muss ich hier irgendwie ganz schnell, ganz schnell irgendwie wo hochkommen. Hier geht's wo hoch. Super. Super. Was ist denn das hier? Jetzt sind hier lang. Das sind Klos. Scheiße, hier wollte ich gar nicht lang. Was ist denn das hier mit uns? Ach ja, zu uns hat. Ah genau, Lichtsteuerungsraum. Das ist er vielleicht sogar. Gucken. Nee, super. Na? Jetzt. Da noch was? Was ist denn das jetzt? Das ungültige Zugangskarte, geile Scheiße. Was hat er denn da gemacht? Hat er das gleiche gemacht? Verdammt, wenn der ihn abknallt. Schon, bevor ich das gemacht habe, sind wir am Arsch. Dann darf ich nochmal neu laden. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen... Verdammt, das legen ja schon los, die Schweine. Dann da hinten vielleicht, da ist auch noch was dran. Mist, hier sind wir falsch, auf jeden Fall. Okay, hier sind wir falsch, hier ist noch so eine Umkleide. Bad. Da geht's zur Opa rein. Mist. Das muss doch da irgendwo verdammt nochmal lang gehen. Ach, natürlich hier hoch, bin ich blöd. Ja, damit haben wir unseren Sold getan. Die Mission ist dann so gut wie geschafft. Wir müssen nur noch auf unseren Einsatz warten. Bombe in die Hand. Ich glaube, hier kann man runtergucken. Nee? Speichern wir, bevor ich hier noch auf den Müll mache. Will ich jetzt erkennen. Fein. Perfekt, hier sehen wir alles schön. So, er hat seine, die echte Knarre haben wir ihm gegeben, ne? Nehmen jetzt hier die Fälschung, die... Ich habe jetzt nicht die Attrappe hingelegt nochmal, oder? Ey, nee, komm, bitte nicht. Bitte nicht, bitte, bitte, bitte. Ich wette, dass die Attrappe, die wir hingelegt haben, irgendwie nochmal... Ich glaube, ich habe mich so blöd angestellt, oder? Ja, los, jetzt knall ihn ab, oder tu so, oder sonst was. Gott, was ich mir da sowas an so einem Spiel. Komm, knall ihn einfach ab, was anderes wollen wir doch eh nicht sehen. Ja, du sprichst mir aus der Seele, Dude. Na komm. Na komm. Na komm.
Ich drehe mir noch eine Kippe. Mann, das ist, glaube ich, das Ätzendste, was es in diesem Spiel gibt, wenn man auf NPCs warten muss. Ich meine, mir ist es zwar schon klar, dass man hier nicht alle 2 Minuten abknallen kann, aber trotzdem. Ja, ich schalte den Ton ab, ey. Ich bin nicht so der Opern-Fan, ich glaube die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht. Lalalala. Da-da. Da-da. Na los, das hört sich schon so böse an, jetzt kann ich ihn ab. Ja, und bitte, bitte, bitte. Mist, das war die falsche. Fuck, ich hab's verkackt, ey. Es war so klar, ey. Jo, da bin ich blöd. Oh, was hab ich denn da falsch gemacht? Ja, klatsch mal nicht so blöd. Ich lade jetzt einfach neu. Was ist das letzte 33, das hier? Weil sonst dauert es jetzt noch länger, wenn wir jetzt wieder warten müssen, bis der... Ach verdammt, das war zu früh, genau. Ja, ist das Beste, ich glaube 29. Dann dauert es ja noch länger, aber wenn wir da jetzt wieder warten, müsst ihr wieder davon von anfangen zu singen. Da lade ich lieber. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier, genau. Hier sind meine Mädchenumkleide gerannt. Das Jungsumkleide. Jetzt weiß ich aber, wo ich hin muss. Geht das wieder sehr, sehr schnell eigentlich. Erstmal. Na, da lang. Jetzt so, da. Ein Sternchen. Jetzt müssen wir warten, bis er rauskommt. Mal sehen, wie unser Bekannter gerade am Ende aussieht. So. Ich muss mal ganz kurz husten. Oder bin ich? Und das Fenster habe ich auch gleich aufgemacht. So, jetzt. Rein. Zu, hab ich gesagt, mach die Schüsse zu. So. Ablegen, erste Weltkriegs. Pistolenattrappe nehmen. So, Pistolenattrappe wegstecken. Tür öffnen, raus. Hauptgang. Hier hoch. Ganz, ganz weit hoch. Also die Arbeiteruniform reicht endlich vollkommen. Wenn man sich wirklich den ersten Gang mit Licht ausmachen und durchschleicht, muss man nicht mal so einen Arbeiter vertreiben. Falls man danach spielt, kann das perfekt machen, wenn es dann auf jeden Fall. Ein Unfall sind die beiden Sachen auf jeden Fall, glaube ich. Dann nach der eine Arbeiter, den kann man umgehen jetzt in Betal, wenn man sich durchschleicht. Ja, ich kann es auch nicht mehr sehen, wann man so nochmal antun jetzt alles. Oh Gott. Viel Spaß, Leute. Ich werde dann rauchen. Ja. Ich überlege gerade, ob ich es wegschneide. Ah, hat er seine Knarre überhaupt jetzt schon genommen? Wo ist denn der Typ? Oh. Hm, hat er jetzt überhaupt eine richtige Knarre? Das weiß ich gar nicht. Muss er ja die da liegen lassen. Wahrscheinlich nur kurz auf dem Klo oder so. Ich bin echt, ob ich es rausschneiden soll gerade. Aber nachher setze ich dann zu spät ein, da habe ich auch Angst vor. Ey, lass einfach laufen. Laber euch voll. Brauch einen, ne? Ja, dann geh doch. Ich bin auch gleich weg vom Fenster. Ja, wir wissen's. Ich kann diese Oper nicht mehr sehen. Wo ich nochmal speichern werde, ist, wenn der Typ hier runter rennt, dass ich das nicht verfehle, ihn muss es ja genau abteilen, dass der Kronleuchter ihn trifft.
Na los, knall ihn einfach ab. Die Akustik hier ist fantastisch. Der Saal wurde vom gefeierten Architekten. Boah, toll. Das interessiert einfach keinen, von wem der Saal entworfen wurde. Aber ganz ehrlich, was singen die bei der Oper? Ich denke, die sich irgendwelche Wörter aus? Mir interessiert das gar nicht, dass wir hier irgendwie stehen, das Ganze beobachten. Ich glaube, wir haben sogar die Karte für diesen Raum da jetzt. Für diesen Lichtraum, wo wir nicht reinkamen. Naja, ich freue mich auf jeden Fall auf den neuen Teil, der davon rauskommt. Der wird bestimmt brillant. Der Teil ist schon irgendwie geil, wie ich finde. Also richtig, wie man das alles machen kann. Der nächste, keine Ahnung, wie lange sie daran gearbeitet haben, wird auf jeden Fall bombastisch. Und dann interessiert mich nicht mal wirklich die Grafik dran, sondern einfach nur das Spiel an sich. Ich bin leider nicht so ein Grafikfanatiker. Ich kann diese Oper nicht mehr sehen. Ah, das Atlantica Let's Play läuft immer nebenbei so ein bisschen weiter. Und ja, Just Cause mache ich wahrscheinlich auch, jetzt wo ich Ferien habe, bald mal schnell zu Ende. Vielleicht reizt mich das gerade gar nicht mehr so sehr. Ja, das Spiel macht mir echt Spaß. Ist zwar nicht jedermanns Sache so ein Spiel, wenn man auch ab und zu mal warten muss. Aber ich denke mal, das wird trotzdem schön. Das Spiel ist, glaube ich, 2010 rausgekommen. Also die Grafik finde ich jetzt noch in höchsten Einstellungen, habe ich sie. Sieht noch ganz genehm aus, also. Im Gegensatz, was ich noch so spielen würde für Retro-Games, da hat es ja eigentlich ein Pixel-Gematsche. Wie bei Silver oder so. Was Silver auch irgendwie wieder geht. Ich meine, wenn man sich mal Final Fantasy 7 anguckt. Das haben wir in 10 noch schlimmer, vor allem die Person. Ja, jetzt geht's los. Jo, er kippt um, er ist erledigt. Jetzt wundern sie sich schon so ein bisschen, was ist denn hier los? Sie geht jetzt auch schon hin. Kann ob das ihr vielleicht ihr Sohn ist oder so. Kann ja gut sein. Tja, oder ist die Managerin? Das kann auch sein. Ja, jetzt merken sie langsam, dass da einfach nicht stimmt. Er ist ganz erschrockt. So, speichern wir, wie gesagt, ich muss das gleich ein bisschen abtimen. Ja, selber schuld. Das sind ja wie gehört Kinderschänder oder sonst irgendwas verkaufen, irgendwie Kinder oder so. Also, wir sind eigentlich sozusagen noch halbwegs die Guten. Wir machen echt nur Leute platt, die böse sind. So, gucken wir, wenn ihr hier lang rennt. Sieht man von hier oben ein bisschen schlecht. Na, oh fuck, das war falsch. Nein. Ach genau, er legt sie dann nochmal auf die Fresse, oder? Ach, das war er. Ah, perfekt. Er legt sie dann extra auf die Fresse. Machen können. Das Spiel ist nicht blöd. Es gibt uns sogar eine Chance, das super gut abzutimen. Nein, 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 nein. Oh Gott, ja. Wirkt halt unauffällig. Ich glaube nicht, dass einer Zaro guckt, nachdem er so eine Action ist, aber trotzdem. So, und jetzt ist unser Anzug wieder. Die Tauben hier, sieht irgendwie voll schön aus, finde ich. Richtig, richtig schön. Oh, die Tauben haben was abgekriegt. So, wir sind natürlich auch erschrocken, rennen hier runter. Oh, fuck, fuck. Die wissen sogar, dass da oben was ist. Ja, nochmal Glück gehabt. Ja, die rennen jetzt alle da hoch. So, also machen wir unseren Anzug wieder, sonst sind wir weg. So, Frage ist jetzt zurück, komme ich nochmal nach Hause? Da nicht. Ich brauche meinen Anzug. Ich glaube, hier dann runter. Ja, fein, genau hier. So, hier lang. Ja, hier haben wir alles dunkel gemacht. Hier lang. Schönes Fraps Leg. War da noch einer eben?
sieht aus hier. So, und dann sind wir weg. So, dann haben wir unser nächstes Mal wieder geschafft. Ja, zwei Unfälle, wieder gar nichts sonst. Das ist, glaube ich, die beste Bewertung, die man kriegen kann. Das ist wirklich das Beste, was wir jetzt erreicht haben. Lautloser Killer. Sehen wir auch gleich in der Zeitung. 15 Minuten. Müsste fast in ein Part reinpassen sogar. Passt in ein Part rein. Ich kann jetzt endlich lange Videos hochladen. Ja, 00. Hier, 150. Das ist, glaube ich, das Beste wirklich, was man kriegen kann. Brauchen wir nicht. Ah, nee, doch, leider doch nicht. Weil... Ja, Auftragsmord, das ist nicht schön. Egal, das war trotzdem 1A, erste Sahne, kann man nur sagen. Hätte mir einen Typ nicht betäubt, wäre es perfekt gewesen. Bin ich ja fast tot, ich mir das nochmal zu machen, aber... äußerst schwierig, hat keine Hinweise. Ah... Dann steht da... nix mehr. Ich hätte noch mal wegen den Kindern, dass es als Selbstmord von dem Kind gesagt wurde, was er umgebracht hat anscheinend. Aber dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt, Let's Play Hitman Blood Money. Bis denn.